Herzlich willkommen, hier sind wir bei unserem allerersten Livestream mit Colonization. Genauer gesagt mit dieser Mod, die ihr hier seht, mit The Authentic Colonization, mit der finalen Version unserer deutschsprachigen Community-Modifikation, an der unter anderem auch mein Co-Moderator mitgearbeitet hat. Hallo Elwood. Hallo Writing Bull und hallo in die Runde. Was haben wir heute vor? Wir wollen das Spiel des Monats August spielen, einen Wettbewerb, den es gibt im Civ-Forum und im internationalen englischsprachigen Civ-Fanatics-Forum. Ein gemeinsamer Wettbewerb, der organisiert und betreut wird vom TAC-Team, also von dem Team, das diese Mod hier konstruiert hat. Und was wir spielen werden, zeige ich euch auch gleich einmal hier in-game. Das ist dieses Save hier, das Start-Save des Monats August. Und diese Aufgabe hier, die ist kreiert worden von unserem Moderationskollegen, von unserem Teamkollegen Mark Cross. Ich glaube, der ist auch im Chat da, Elwood. Ja, ich habe ihn schon gesehen, er ist im Chat da und wird uns heute dort auch etwas unterstützen, denn wir haben einiges vor. Möchtest du es schon verraten? Also zuerst einmal die Hauptaufgabe, die Elwood zu erfüllen hat, deshalb habe ich ihn auch gerade angesprochen. Er ist quasi der Kontakt zum Rest der Welt, von der Spielwelt aus, zur realen Welt, sprich zu den Zuschauern im Chat, zu euch, und wird all das, was ihr schreibt, weiter transportieren hier in das Livestreaming hinein. Das heißt, das, was ihr an Fragen habt, an Kritik, an Lob, wird ihr alles weitergeben. Auch an Entscheidungswünschen, was wir gefälligst zu bauen haben oder welche Teile der Karte wir gefälligst zu erkunden haben, all das sind Sachen, die du, Elwood, weitertragen wirst. Aber ich glaube, das, was du gerade angedeutet hast, da ging es dir noch um etwas ganz anderes. Ja, das ist richtig. Denn heute, bei dem jetzigen Streaming, gibt es nicht nur zuzuschauen, zuzuhören, uns beiden, beziehungsweise dir beim Spielen, sondern es gibt was unters Volk zu werfen. Es gibt zwei Gewinne, die beim, ich sag mal, guten Zuschauen und guten Schätzen und guten, mit ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu, zu gewinnen sind für alle, die gerade im Chat aktiv sind und die mitmachen wollen. Und bei diesen Gewinnen handelt es sich zum einen um eine Goldedition von Civilization 5. Das heißt, in dieser Goldedition ist alles drin, mit Ausnahme des allerneuesten Add-ons von Brave New World. Das ist natürlich kein guter Zustand und deshalb packen wir auch noch dieses neue Add-on drauf, Brave New World. Das gibt's im Paket. Die Gold-Edition plus Brave New World. Das ist das eine Gewinn. Beides übrigens, beide Titel gestiftet von 2K Games, den Publisher des Spiels, und gestiftet für civforum.de, den Veranstalter dieses Live-Abends hier. Das ist der eine Preis. Und der andere, das ist der Bahngigant, die deutsche Version, die deutsche Lokalisation von A-Train 9, einer Transportsimulation, die in Japan ein riesiger Blockbuster-Titel ist. Die Japaner spielen diesen Titel intensiv seit vielen Jahren schon und im Ende letzten Jahres ist jetzt dieses Spiel auch erstmals auf Deutsch erschienen unter dem Titel Der Bahngigant. Und dieses Spiel hat uns gestiftet, netterweise, mein Let's Play-Kollege Tom.io. Vielen lieben Dank, Tom. Und all diese Spiele sind selbstverständlich auch nicht etwa neumodisch zum Downloaden mit Steam-Keys lediglich oder irgendwie virtuell. Nein, die kann man auch in die Hand nehmen. Die sind in Schachteln und sind selbstverständlich original verschweißt. Das sind die Preise, die wir ausgeben werden. Und wir haben uns, Elwood, ein paar Fragen überlegt, ein Quiz oder zwei Quiz. Fragen, zwei Ratespiele, wie wir das unters Volk bringen können, sprich unter euch, aber ich glaube, damit fangen wir erst dann an, wenn es zu dieser ersten Frage auch einen Anlass gibt, sprich wenn wir das erste Mal diesen Herrn hier, den hier, wenn wir den an Land gebracht haben. Vielleicht magst du, bevor wir das gemacht haben, Elwood, mal kurz erklären, was überhaupt die Aufgabenstellung hier ist. Was überhaupt die Aufgabenstellung ist? Ja, mache ich gerne. Und zwar, wir spielen die August-Version, die da den Untertitel hat, Der Kampf um Brasilien, gemacht und gebaut von Mark Ross. Und es geht darum, Brasilien der portugiesischen Krone einzuverleiben. Wie vielleicht einige wissen, in
Südamerika und Mittelamerika ist Spanien bzw. Spanisch heute die dominierende Sprache mit einer Ausnahme und die ist recht groß, das ist Brasilien, weil Brasilien eine portugiesische Kolonie war und unser Job ist sozusagen diese jetzt zu errichten und zu besiedeln. Das heißt, es gibt auf der Karte, man sieht das auch unten links in der Minikarte schon, einige Punkte, die ein bisschen aufleuchten und schon markiert sind. Dort sollen wir Städte errichten, die eine gewisse Bevölkerungsmindestanzahl haben, um sozusagen unseren Anspruch darauf deutlich zu machen. Da seht ihr das, Brasilia, die Landeshauptstadt, standesgemäß im Landesinneren. Ich glaube, wir haben allerdings nicht den Architekten an Bord, der das auch in dem Stile umsetzen kann, wie es denn gebaut wurde. Wir haben noch Küstenstädte. Ich sehe da rechts drei Punkte und auch noch eine weit links oben. Ich weiß gar nicht genau, ob wir sogar bis zum Pazifik kommen bei der Karte oder nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. Es gilt also, diese großen Städte zu errichten. Mindestens 10 Bevölkerung sollen die haben. Und wer weiß, was uns alles in die Quere kommt. Ureinwohner, andere Europäer, Flüsse, Binnenmeere. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Vor allem, weil es eine ganze Weile her liegt, dass ich die Karte gesehen habe. Ja, das muss ich jetzt gestehen. Ich habe einmal schon einen Blick drauf geworfen und den Fog of War gelichtet. Das war, als ich das Präsentationsvideo für diese Aufgabe hier gemacht habe. Das liegt aber schon viele Wochen zurück. Und in meinem fortgeschrittenen Alter, da ist es mit dem Gedächtnis nicht mehr ganz so gut bestellt und beim besten Willen, wo hier was liegt, wo hier Bonusressourcen sind, die wertvollen Bonusressourcen, wo vielleicht antike Ruinen oder Grabstätten sind, die unser Scout aufdecken und plündern könnte, oder was es sonst hier alles noch an guten und schlechten Überraschungen gibt auf der Karte. Ich weiß es nicht mehr, beim besten Willen nicht. So, aber lang genug der Vorrede. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen uns mal an, welche Einheiten wir jetzt konkret haben. Und vorweg will ich auch noch eine Sache loswerden, nämlich ein ganz, ganz großes Lob für die Tapferkeit meines Co-Moderatoren Elwood, der mit einem riesigen Handicap hier moderiert. Er sieht nämlich das Bild etwa 3, 4, 5 Sekunden später als er meinen Ton hört. Das hat technische Gründe, wie wir kommunizieren und wie wir streamen. Das heißt, das, was ich sage und was ich behaupte, was eigentlich zu sehen ist, das passende Bild dazu sieht er für sich subjektiv erst einige Sekunden später. Und das ist schon eine sehr, sehr mutige Aufgabe von ihm, dies hier zu moderieren und das so hoffentlich so geschickt zu machen, dass er nicht als dumm dasteht, als ein Tölpel, der irgendwie nicht so richtig weiß, was ich gerade herzeige. Danke, Elwood. So, jetzt ich aber kenne und liebe diesen Effekt. Den kenne ich aus den, ich weiß nicht, es gibt vielleicht einige unter den Hörern, die zum Beispiel EM- oder WM-Spiele auch gerne mal im Radio hören. Wenn irgendwo parallel in der Stadt oder im Garten ein Fernseher läuft, dann wird man diese Zeitunterschiede sehr gut kennen von 3, 4 Sekunden zwischen Bild und Ton oder nur Ton. Mal schauen, wenn Jubel ausbricht im Chat und ich noch nichts dazu sagen kann, dann weiß ich, es leckt. Das hier sind die Starteinheiten. Hier, ein Späher, ein freier Kolonist im Beruf des Spähers. Dann haben wir diesen Herrn, der war aber laut. Einen erfahrenen Fischer im Beruf der Kolonialmiliz. Ich glaube, der war ein bisschen zu laut. Falls ihr übrigens Wünsche habt zum Ton, was hier lauter oder leiser zu sein hat, könnt ihr das gerne auch äußern. Ich werde jetzt mal selber hier die Effekte und die Sprache ein bisschen runterdimmen, damit es hier nicht allzu laut ist und unseren Ton nicht erschlägt. Also, das hier ist ein erfahrener Fischer als Kolonialmiliz. Das hier ist unsere Karavelle, unser einziges Schiff, über das wir bei Spielstart verfügen. Und das hier, das ist unsere einzige Siedlung, die wir haben, Chao Vicente. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Falls ein Portugiesisch sprechender Mensch unter den Zuschauern sich befindet und uns einen guten Aussprachetipp geben kann, nur her damit. Ich zeig euch mal die Stadt von innen und ihr seht, hier gibt es 2 freie Kolonisten und ein paar Gebäude, Zimmerei, Gemeindehaus, eine Kirche wird ja gerade gebaut und wir hätten die Möglichkeit, einen Hafen zu bauen, friesische Reiter, Lagerhaus, Stadthalle, das ist alles, was hier angeboten wird. Und dann natürlich einen Blick dahin,
wo wir unseren neuen Kolonisten, unseren neuen Bürger bekommen werden. Hier, in den Europahafen. Und Elwood, wie findest du die Auswahl, die wir hier auf dem Kai stehen haben, an Einheiten, die uns demnächst zugelost werden? Die Auswahl ist gar nicht mal schlecht. Gut, ich sag mal, der Schuldknecht, auf den könnte man verzichten. Aber ein routinierter Speer zu Spielbeginn lässt sich immer einer mehr gebrauchen. Und der mitreißende Prediger ist auch gar nicht schlecht, weil er ist schlicht ungeheuer teuer, wenn man ihn einkaufen möchte beim König. Und er hilft am Anfang die Einwanderung hochzutreiben. Und am Anfang braucht man bei Colonization vor allen Dingen Leute, Leute und noch mehr Leute. Wir sind ein bisschen, das kriegt ihr ja schon mit und das werdet ihr auch in den nächsten Minuten noch mitbekommen, immer ein bisschen hin und her gerissen, wie viele Leute unter den Zuschauern auch später bei der Aufzeichnung dieses Livestreams kennen Colonization, kennen TAC, wie viele kennen das nicht, und wir werden versuchen, da den Spagat hinzukriegen. Wir werden also nicht alles, jedes kleinste Spielfeature bis ins Detail erklären, das wäre ein bisschen zu viel des Guten für die eine Gruppe der Zuschauer. Wir werden aber auch nicht davon ausgehen können, dass alle alles schon wissen. Wir werden versuchen, da einen goldenen Mittelweg zu gehen, und falls uns das nicht richtig hinhaut, falls ihr also bisweilen beispielsweise eine Frage habt zu einem Feature, das wir nicht erklärt oder zu kurz erklärt haben, bitte im Chat nachhaken. Ja, wie sieht's aus mit der Karavelle, mit der Porta Alegre? Sollten wir, denke ich mal rüberziehen zu unserer Stadt und die Einheiten, die wir an Bord haben, dahin bringen. Vor allem unsere einzige Soldateneinheit, die sollten wir doch vielleicht nach São Vicente bringen. Einverstanden, Elwood? Ja, ist ein Anfang. Ich würde sagen, fahr doch erstmal geradeaus und nehmen wir schon ein bisschen Küste mit, gucken uns die Welt an. Und ich bin mit São Vicente nicht so ganz glücklich, weil es liegen so viele Berge rundherum und wir kriegen kein Holz her, um Gebäude zu bauen, oder habe ich mich verschaut da vor uns? Oh, das ist natürlich ganz, ganz übel hier, schaut mal, tatsächlich. Denn zum Bau von Gebäuden, die werden ja hier in der Zimmerei gebaut von Zimmerleuten, die verwandeln Holz in Hämmer um, in dieses virtuelle Gut, und hier sind tatsächlich, hier ist kein einziger Wald, ganz, ganz übel. Das heißt doch eigentlich, dass wir jetzt möglichst bald eine zweite Stadt gründen sollten, oder? Sonst haben wir doch gar keine Schnitte hier, irgendwie was reißen zu können. Wie sieht es hier zum Beispiel aus? Schaut euch das, oder schau, Elwood, dir das hier mal an. Ne, hier sind Tupi. Das sieht man hier ganz links im Hilfetext eingeblendet. Da steht Tupi, das gehört zum Kulturgebiet der Tupi hier. Zumindest die beiden unteren Felder. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich fürchte, mit denen müssen wir es uns früh oder später verscherzen, weil einer der markierten Siedlungsplätze, ach, da ist schon wieder noch einer, liegt direkt auf Tupi-Gebiet. Aber gleich am Anfang, das wäre etwas nassforsch mit einem einzigen Soldaten. Wie wäre es denn, wenn ich den Scout einfach, den Späher, möglichst bald an Land bringe, damit er für uns den Fork of War lichtet und wir ein bisschen Überblick haben, worum es hier überhaupt geht? Das klingt vernünftig. Im Chat wird gerade gesagt, wir sollten uns mal São Salvador angucken und dort vielleicht nach einem Gründungspunkt schauen. Welchen Ort sollten wir uns anschauen, pardon? São Salvador. Ich nehme an, das ist einer der markierten auf der Stadt, auf der Karte. Ein interessanter. Salvador da Bahia, das liegt noch an der Küste. Belo Horizonte, liegt ein bisschen im Landesinneren. Da oben ist es. Nee, das ist Bahia. Recife, Fortaleza. Belém ist hier. Ganz links oben ist Manaus. Das ist natürlich ganz weit weg. Brasilia. Ha. Wie soll dieser Ort heißen? São Salvador steht im Chat. Finde ich gerade nicht. Bitte einen Hinweis, bitte einen Tipp. Wo liegt der Ort? Mal gucken. Ah ja, habe ich gerade Kakaobohnen. Der Bahia geändert gerade. Sehr witzig. Der Bahia hatten wir, ne? Das hier war, ist es. Ja, tatsächlich. Ja, da oben ist. Dann fahren wir dahin. Da ist, glaube ich, auch. Nee, keine Bonusressource. Aber da fahren wir gleich mal hin. Gute Idee. Ich mache mal eine Runde weiter. Ach nein, wir müssen ja noch einstellen, welches Gebäude wir bauen. Hier ist eine Kirche vorgegeben. Kann lange dauern, hier ohne Holz eine Kirche zu bauen. Friesische Reiter würden 13 Runden dauern. Ein Hafen 25. Ach, das ist ein bisschen blöd, ne? Tja, also ich würde, also entweder man stellt auf irgendwas ein, was dann vor sich hin läppern kann, da ist der Hafen schon nicht schlecht, weil der an und für sich nicht so viel braucht. Mhm.
Was würdest du denn oder was würdet ihr denn davon halten, wenn wir an den Bergen, die hier liegen, Silber abbauen? Weil das gibt ja ein Schweinegeld, wenn wir das gleich im Europahafen verkaufen. Jedes Stück Silber verkaufen wir für 19 Goldmünzen. Das ist verdammt viel. Es wird auch vorgeschlagen, vielleicht auf einen Planwagen zu gehen. Dauert 40 Runden. Ist das so eine gute Idee? Ich ziehe mal den einen freien Kolonisten mal kurz aus der Stadt raus und weise dem, gib dem einen Namen. Das ist ja für dieses Learning by Doing Feature immer ganz gut. Magst du das mal ganz, ganz kurz erklären, wie das funktioniert, dieses Feature, Elwood? Mhm. Also es gibt in Colonization bzw. auch in TAC verschiedene Experteneinheiten, die Dinge besonders gut können. Ihr habt den routinierten Speer schon gesehen in Europa oder auch den Hetzpriester dort, der am Kai stand. Und die sind in einem Job, wie gerade Riding Bull eintippt, zum Beispiel Silberschürfer, extrem gut, bringen da in der Regel doppelte Erträge. Und es gibt Kolonisten, die keinerlei Experten sind, zum Beispiel der freie Kolonist, zum Beispiel der Schuldknecht, den ihr vor uns gesehen habt. Und diese können, wenn sie sehr lange in einem bestimmten Beruf arbeiten, aufsteigen und, ich sag mal, kostenlos zu einem Spezialisten werden. Das dauert eine gewisse Zeit, hat auch ein bisschen mit dem Zufall zu tun. Später geht das mal mit einer Schule oder anderen Gebäuden auch schneller, aber es ist einfach eine sehr nette Sache, weil wer sehr lange eine gewisse Sache macht und arbeitet, der kann sich da drin eben auch bewähren. Und das belohnt den Spieler. Das ist deshalb auch ein nettes Feature, weil es mit einer unserer beiden Quizfragen zusammenhängt. Ich hoffe, ihr habt gerade aufgepasst. Wenn nicht, sind gerade eure Chancen, einen Preis zu gewinnen, drastisch gesunken. So kann's passieren. So, jetzt ist immer noch die Frage, welches Bauprojekt? Also wir haben jetzt hier einen freien Kolonisten, der Silber abschürft, der andere muss Nahrung abbauen, sonst sind wir hier im Nahrungsdefizit links unten. Ich glaube, ich belasse es mal vorerst bei der Kirche, wenn es keine Aufschreie gibt. Hafen wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, Hafen ist deshalb auch einfach notwendig, weil es uns einfach hier sonst niemals gelingen wird, diese Stadt irgendwie aufzupäppeln. Denn an Land gibt es einfach kaum Nahrungsfelder, kaum Länderfelder, die bewirtschaftet werden könnten, um Nahrung zu gewinnen. Da sind wir, glaube ich, darauf angewiesen, diese beiden Wasserfelder, die zu erschließen über einen Hafen, oder? Klingt vernünftig. Es ist gerade noch ein ziemlich guter Vorschlag im Chat gekommen, dass wir vielleicht lieber den Einsiedler aus der Stadt ziehen und zu einem Missionar machen und den in das Tubidorf gleich daneben schicken. Brillante Idee. Das dürfte Idee. Dann relativ schnell einen bekehrten Ureinwohner geben. Und wir stellen uns mit den Tubi auch ein bisschen gut, weil wir ihn doch sehr da, ich sag mal, auf der Pelle hocken. Nicht, dass die uns irgendwann gar nicht mehr leiden können. Und so. Hier seht ihr auch den Eintrag in der Kolopädie im Ingame-Lexikon zu den Tupi. Mal kurz gecheckt, was das für zivilisationsspezifische Vorteile sind, die die haben. Nomaden interessiert uns nicht. Händler, das ist ganz gut. Die haben ein freies Lagergebäude, Chiki, in ihrer Siedlung, können also potenziell mehr Waren mit uns tauschen und handeln. Und der Rest ist für unsere Zwecke erstmal nicht ganz so wichtig. So, jetzt haben wir hier einen Missionar. Den stelle ich direkt daneben. Und wir lernen dabei jemanden kennen. Bonjour, Marcos, redete er, der uns hier an. Unglaublich, da hat er tatsächlich, dieser Kartenerbauer Marcos, uns, dem Gouverneur der Portugiesen, seinen eigenen Namen gegeben. Ein ganz bescheidener Kollege ist das hier, danke dir. So sieht man doch einen interessanten Einblick in den Charakter. Nicht nur von Marcos, sondern auch hier von diesem Herrn, Nicolas Durand de Ville, de Ville Gagnon, so heißt er. Hat diverse Eigenschaften wie hartherziger Ober und andere und ein Diplomatie-Malus von -3, die gleich schon signalisieren, mit diesem Nachbarn wird nicht gut Kirschenessen zu sein. Der wird uns wahrscheinlich Probleme bereiten. Er spricht uns an. Bonjour, Marcos. Ich bin mir sicher, in diesem weiten Land ist Platz genug für zwei bedeutende Männer. Für mich und für meinen König. Kommt mir nicht in die Quere, Bursche. Und nun zieht von dannen, bevor ich euch arretieren lasse. Und richtet eurem Herrn aus, dass die neue Welt ein Protektorat des französischen Königs ist. Und ich, Nicolas Durand de Virgano, sein treuer Gouverneur. Mit dem werden wir Probleme bekommen. Wage ich mal vorauszusagen. So, und jetzt hier in dem Dorf Taubaté oder Taubaté werden wir jetzt erstmal mit dem Häuptling sprechen. Da ist der, so sieht der Häuptling aus. Rollt die Augen,
Könnte sein, dass es ein freundliches Zeichen der Begrüßung ist, aber so böse, wie er jetzt guckt, hat er vielleicht auch, kann er uns entweder nicht gut leiden oder er hat einfach nur Verstopfung. Und er sagt, willkommen Fremder, bla bla bla, hervorragend, hier kann man erfahrener Silberschürfer werden. Das hilft uns doch weiter. Na wie, die Faust aufs Auge. Das heißt, wenn wir da einen Bürger hinschicken gleich, dann kann der zum erfahrenen Silberschürfer ausgebildet werden. Und dann, wenn wir ihn auf einem, wenn wir ihn Silber abbauen lassen, wird er dann doppelt so viele Silberressourcen ernten wie eine normale Einheit. Und er schenkt uns was. Er schenkt uns Gold, eine Gabe für unsere Götter. Edelstein und Goldgefäße im Wert von 564 Gold. Zum Start ist das verdammt, verdammt viel Gold. Der Besuch bei euch war ein unvergessliches Erlebnis, raunen wir ihm zu, insbesondere der Pilzsud, den mir euer Schamane angeboten hat. Doch jetzt muss ich leider weiterfliegen. Und schon wieder überweist uns dafür unser Sponsor Red Bull ein paar Goldmünzen in die Schatzkammer. Nein, hat nicht. Aber hier, ein Schatz, da ist der. Der Schatz, der 564 Gold wert ist. Den bringen wir schnell in Sicherheit, den ziehen wir mal nach Sao Paulo rein. Und wie wir den zu Gold machen werden, ich glaube, das schauen wir uns jetzt noch nicht an, Elwood, sondern erst dann, wenn wir ein Schiff das erste Mal im Europahafen haben werden. Solange sage ich dir mal, dass der hier mal eine Runde aussetzen soll. Bleibt es dabei, dass wir hier den freien Kolonisten eine Mission errichten lassen? Was meinst du? Ich denke schon. Wie gesagt, die Missionen unterstützen auch ein bisschen, dass man mit den Indianern halbwegs auskommt, gerade wenn man denen auf die Pelle rückt mit dem Siedlungsgebiet. Und wenn der schon verärgert ist, ich glaube, wir haben das nötig, dass wir ein bisschen noch mit ihm auskommen, auf jeden Fall. Denn, okay, Mission errichten. Jetzt haben wir unsere erste Mission und die wird alle paar Runden einen konvertierten Ureinwohner erzeugen. Was das ist, schauen wir uns an, wenn wir einen haben. Das war die erste Runde. Ich klicke mal auf Rundenwechsel. Ein Zufallsereignis. Nicht ganz zufällig, weil das tritt eigentlich immer ein, sobald man eine erste Kolonie hat. Dann gibt es immer dieses Ereignis. Gouverneur, tief ergriffen, stehen eure Männer vor euch. Dies ist die erste Kolonie eurer Heimatnation in der neuen Welt. Dankbar sind eure Gefährten, dass ihr ihnen die Chance gibt, an diesem historischen Augenblick teilzunehmen. Die Männer möchten einen Schwur ablegen, ein Versprechen, tugendhaft zu leben. Welchen Eid wollt ihr sie schwören lassen? Jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Dies sei ein Hort der Frommen, zu dem die Christen kommen. Bringt uns ein Kreuz pro Stadt. Oder der Welt die Freiheit lehren, soll uns zum Glücke führen. Bringt uns eine Freiheitsglocke pro Stadt. Oder wir scheuen keine Mühen, auf dass die Ernten blühen. Bringt plus zwei Nahrung pro Stadt. Was meint ihr, lieber Chat? Habt ihr eure Vorlieben? Ich denke, Elwood, eigentlich ist das so gut ausbalanciert, dieses Event, um uns mal selber auf die Schulter zu klopfen, dass eigentlich jede dieser drei Möglichkeiten ganz gut wäre. Nils Appelmeier plädiert gerade für die Kreuze wegen der Siedler, die wir ja brauchen. Es gibt weitere Stimmen für die Kreuze. Mal sehen, wie es weitergeht. Um dann gleich als Advocatus Diaboli auch die anderen Optionen zu rühmen, zum Beispiel, dass die Ernten blühen, mehr Nahrung. In dieser Stadt hier alleine, in dieser bislang einzigen Stadt, wo wir so wenig Nahrung haben, könnte das vielleicht ganz gut sein. Dann könnte man da vielleicht ganz, ganz schnell mit diesen plus zwei Nahrung weitere Bürger Silber abbauen lassen. Und in diesem Dorf, das direkt daneben steht, kann man ja sehr schnell erfahrene Silberschürfer gewinnen. Da kann man die Einheiten dazu ausbilden lassen. Das heißt, da könnten wir eine Silberstadt aufziehen und könnten die mit der Nahrung auffüttern. Die Bürger durchfüttern und könnten sehr früh sehr viel Gold machen, Silber in Gold umwandeln, als wären wir Alchemisten aus der frühen Neuzeit. Jetzt gibt's auch eine Stimme für Futter, um es mal wörtlich wiederzugeben. Ja, dann will ich doch gleich mal den Advocatus Diaboli für die dritte Option bringen. Freiheitsglocken. Wie könnt ihr nur ernsthaft für Kreuze plädieren und für Nahrung? Wir brauchen selbstverständlich Freiheitsglocken, denn das ist doch das entscheidende Feature hier, die Gründerväter. Das Feature, mit dem man historische Persönlichkeiten freischalten kann, im Wettlauf mit den KI-Rivalen, mit den anderen europäischen Gouverneuren. Und wenn wir uns nicht diese guten Gründerväter möglichst bald schnappen, und dafür brauchen wir Freiheitsglocken, dann bekommen die Konkurrenten und können uns entscheidend davon ziehen.
So, ich hoffe, ich konnte zur allgemeinen Verwirrung Entscheidendes beitragen. Elwood, wie sieht's aus? Bitte ein Zuruf. Ein Zuruf? Ja, bis jetzt wird weiter für die Kreuze plädiert, wenn, solange keine Siedler da sind, brauchen wir nicht zusätzlich Futter in der Siedlung. Und gerade haben wir ja einen zu den Indianern geschickt zum Missionieren. Mal gucken. Also, bisher dominieren die Kreuze. Die selbst herrliche Entscheidung liegt natürlich dir. Nein, dann machen wir das auch. Dann machen wir das auch. Ich werde einfach diesmal das so machen, wie der Chat es möchte, und dann ausgleichende Gerechtigkeit. Bei den nächsten neuen Entscheidungen werde ich das dann aus eigener Ermächtigung selber bestimmen. Also ja, dies sei ein Hort der Frommen, zu dem die Christen kommen. Geloben wir hiermit. Und jetzt seht ihr hier im Europahafen, dass wir plötzlich zwei Kreuze statt einem produzieren, was immer noch relativ wenig ist. Ich hoffe, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wenn nicht, wasche ich meine Hände in Unschuld. So, und mit der Porta Alegre, mit der Karavelle, sollten wir ja, das war euer Wunsch, ein Stück nach Norden die Küste entlang ziehen, um wohin zu kommen? Hier, zu diesem Standort Salvador de Bahia. Oh, schaut mal hier, hier sind auch Tupi. Kann man vielleicht gar nicht so genau erkennen. Ich gehe mal in die Vogelperspektive und zeige euch mal hier die Karte, da wo es hier so dunkelgrün ist. Das sind alles Kulturgebiete eines Indianerstammes, eines Indianerdorfes. Aber das Problem haben wir, wie Elmut eben gesagt hat, wahrscheinlich überall. Überall sind diese Tupi und machen uns tatsächlich diese neue Welt abspenstig. Und tun so, als hätten sie da vor uns schon gelebt. Unglaublich. Sollen wir hier mal... Tja, wenn wir jetzt natürlich hier in Salvador de Bahia jetzt bereits ein Dorf gründen, dann ist das bereits unser zweites. Da, wo sich die Kulturgrenzen überschneiden werden mit den Tupi und das Elwood, das bringt uns natürlich einen fetten Diplomatie-Malus gegenüber den Tupi ein und die werden zu Spielstart jetzt gerade militärisch uns turmhoch überlegen sein. Davon kannst du ausgehen. Ich glaube, die werfen uns ratzfatz wieder in den Atlantik. Das ist bei einer, ich sag mal, normalen Taktpartie auf einer Zufallskarte schon nicht ganz ohne, aber gerade bei den wirklich teils großen Szenarienkarten ist das haarig, wenn da die Indianer oder Ureinwohner so um die 20 Dörfer manchmal haben am Anfang. Dann schlage ich vor, dass wir keinen Suizid begehen, sondern mit der Karavelle wieder Richtung Süden gondeln. Und ich sag mal so, du könntest ja nachschauen gehen, wie viele Kästchen wir denn bräuchten. Wir haben den einen Schatz in der Stadt stehen, wir haben 300 auf der hohen Kante, vielleicht reicht es dafür, was abzukaufen, wenn es nicht zu viel Land ist. Das ist eine Möglichkeit. Zumindest den Speer könnte man da absetzen, da kann der schon mal ein bisschen rumlaufen. Follow Blano. So, ich setze hier erst einmal den Speer an Land, wie von Elwood gewünscht. Und das, was du gerade angesprochen hattest, das wäre die Möglichkeit, wenn man hier eine Stadt gründet, eben dieses Salvador da Bahia, dass man dann, hat man bei der Gründung, wenn die Kulturgrenzen sich überlappen mit denen eines Indianerdorfs, immer zwei Möglichkeiten, entweder Landraub oder Landkauf. Landkauf ist auch nicht so gut für die diplomatischen Beziehungen, Landraub ist aber noch viel schlechter. Ich würde aber gern noch eine dritte Möglichkeit ins Spiel bringen. Mein Vorschlag wäre eigentlich ein anderer, dass wir nämlich wieder zurückfahren und dass wir hier unten in Sao Paulo tatsächlich massiv Silber abbauen. Es bietet sich ja an mit diesem Tupi-Dorf und dass wir hier im Inland weitere Städte errichten werden oder Dörfer. Denn da, wie ihr seht, sind keine Tupi-Dörfer. Hier haben wir also keine diplomatischen Konflikte. Hier gibt es genug freies Land, wo wir Städte bauen könnten und wo es vielleicht auch gute Bonusressourcen gibt. Mal sehen. Das wäre mein Vorschlag. Den Konflikt aus dem Weg gehen und stattdessen uns frühzeitig ins Binnenland vordringen. Ja, Ramkam Heng im Chat warnt uns auch davor, schon bei Colonization 1 wären die Tupi recht grimmig und nervig gewesen. Kann ich persönlich nicht zu viel sagen, weil ich den Vorgänger nicht wirklich kenne. Jetzt müssten wir eigentlich... Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Jetzt müssten wir eigentlich den Diplomatie-Experten des Taktteams haben, der all diese Nationen balanciert hat. Wäre schön, wenn der hier da wäre. Das war übrigens ein gewisser Elwood. Ja, aber... Du sagtest ja schon, dass du dir die Karte vor einigen Wochen mal angeschaut hast und jetzt darauf baust, nicht mehr allzu viel dafür das zu wissen. Weißt du, wann ich diese Diplomatie-Sachen, ich glaube, das ist mittlerweile bald 2 Jahre oder sogar noch länger her, dass wir das angegangen sind?
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, der gute Monte wird seines finsteren Rufes aus Civilization 4 bei uns nicht ganz gerecht. Bei uns ist er etwas freundlicher, das habe ich immer noch im Kopf, aber viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Tja, also runter oder rauf? Hier, Salvador da Bahia, lieber Chat, hier die zweite Stadt gründen oder Richtung Südwesten und hier von Sao Paulo aus ins Landesinnere vordringen? Mein Plädoyer wäre die zweite Möglichkeit. Was meint ihr? Und was meinst du? Manche meinen, auch wenn wir Glück haben, kümmern sich die Franzosen auch um das Problem mit den Tupi? Ich glaube eher, die Tupi würden sich um das Problem der Franzosen kümmern. Ja, das ist... Wenn die Franzosen nicht mehr zu bieten haben als diese eine Stadt, die wir, wie ich gerade sehe, ihnen auch abnehmen werden demnächst. Sag mal, soll man das nicht einfach machen? Das ist doch, soll man nicht einfach Rio de Janeiro besetzen und einen frühen Krieg anzetteln? Die lassen doch tatsächlich unsere Nachbarstadt hier unbewacht. Und wir haben doch diesen Kriegstreiber, den sie eben so unhöflich begrüßt hat. Der entblößt hier seine Stadt. Das ist doch vermutlich seine einzige Stadt. Ich weiß es nicht genau. Soll er dann nicht einfach hier mit dem erfahrenen Fischer einfach reinziehen? Die Stadt würde dann, glaube ich, zerstört werden. Und dann werden wir den Nachbarn schon mal los. Was meinst du? Eine kleine Amour fou, so früh im Spiel schon? Ich gehöre eher zur Bilderfraktion. Also ich spiele meistens eher etwas zurückhaltend. Aber es ist dein Spiel, ich schau dir da gerne zu. Nein, das ist unser Spiel. Obwohl, ich muss sagen, ich kann im Augenblick nicht ganz, ganz klar denken. Ich habe einen massiven Testosteron- oder Adrenalinschub. Das Blut rauscht mir in den Adern, meine Hände zittern und alles in mir, jede Faser schreit nach Krieg. Ich denke, dann ist die Entscheidung gefallen. Also, es gibt, wenn jetzt schon nicht wütende Proteste kommen, dann ziehe ich tatsächlich mit der Karavelle erstmal Richtung Süden, egal ob wir jetzt Rio de Janeiro angreifen oder im Landesinneren friedlich bildern. Darf ich das? Es gibt Stimmen eigentlich für jede Option. Es gibt jemanden, der für Sao Paulo ist, um erstmal dahin zu gehen. Andere sind dafür, das eine Baumwollfeld oben abzukaufen und schon eine Stadt zu gründen, wo man dann schon eine Siegprovinz hat. Und wiederum ein anderer sagt, ja los, weg mit Baguette City. Also wenn es für alle Optionen jeweils genügend Stimmen gibt, dann folge ich mal meinem eigenen Gusto und dem, was ich gerne machen möchte. Du hattest es mir ja gerade großzügigerweise auch überlassen. Also die Karavelle zieht Richtung Süden. Rundenwechsel. Richtfest. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Das sind die Achievement-Fenster, die Belohnungsfenster und die hübschen kleinen Texte dazu. Und noch einer. Sorry, müsst ihr selber Tag spielen, selber lesen, selber gucken. Das machen wir jetzt mal hier nicht. Und noch eins. Unfassbar. Obwohl, das ist eigentlich einer meiner Lieblingstexte. Den lese ich mal vor, den finde ich nämlich so, so süß. Wilde getroffen. Fröhliche Augen in braunen, schmutzigen Gesichtern. Junge Männer mit Speeren und Bögen, bemalten Gesichtern und einem kindlichen Staunen. Junge Frauen, die in Tonkrügen Körner malen und euch verstohlen anblicken. Zahnlose Alte, die zutraulich heranhumpeln. Ihr ahntet, dass dieses fremde Land Wunder und Gefahren birgt. Doch dass hier so viele gottlose Heidenkinder hausen, ohne Kenntnis von der Barmherzigkeit Jesu, das hättet ihr nicht für möglich gehalten. Ihr werdet ihnen in den nächsten Wochen von der Erlösung berichten, die der wahre christliche Glaube ihren mit Sünde beladenen Seelen schenken wird. Und vielleicht könnt ihr sie auch tatsächlich erlösen von den Schätzen, die sie gewisslich verstecken, dem Gold, das eure Männer in diesem Teil der Welt zu erbeuten hoffen. Ja, das sind unsere wahren Motive. Der Speer zieht jetzt hier mal rein in das Dorf der Tupi und spricht auch mal beim Häuptling vor. Der kann das erst in der nächsten Runde machen. Und mit der Porta Legra, mit der Karavelle ziehen wir auch hier weiter Richtung Süden, genau. Noch mal eine Runde weiter. Lass sie doch erstmal noch nach Tupinamba. Ja. Ach, da haben wir es. Die Verzögerung vereitelt meinen Hinweis. Du hättest noch den Häuptling kontaktieren können, auch in dem Küstendorflein da mit dem verbliebenen Siedler an Bord. Könnte ich ja gleich bei der Rückfahrt machen, denn es sieht so aus, als ob man von hier aus, von São Vicente, erstmal ein gutes Stückchen Richtung Nordosten gondeln muss, bis man ein Überfahrtsfeld erreicht. Das sind diese schraffierten hier am rechten Bildschirmrand. Nochmal eine Runde weiter. Da ist das Schiff wieder, hat wieder volle Bewegungspunkte.
Und hier seht ihr die Karavelle des Gegners. Also ich ziehe jetzt mal. Franzosen haben auch nicht so viele Freunde im Chat gerade. Es gibt einen, der dir einen Beruhigungstee zuschieben möchte, aber alle anderen sind der Meinung gerade, die Franzosen hätten so viel nicht verloren in der neuen Welt. Also ich, mein Vorschlag wäre auch, Zitat Baguette City, wie jemand im Chat ja ebenso clever bemerkte, in Baguette City ein bisschen essen zu gehen. Und zu frühstücken und die zu verfrühstücken, die Franzosen. Also, Krieg erklären, das wäre meine Option. Wenn in den nächsten 5 Sekunden kein Aufschrei der moralischen Entrüstung an mein Ohr klingt, in den nächsten 2 Sekunden, 1, Krieg. Es gibt den ersten Krieg in Brasilien. Na, geht nicht. Warum geht es nicht? Weil eine Karavelle keinen Krieg erklären kann. Dann machen wir das über das Diplomatiefenster. Oh, das war schon mal nicht das Diplomatiefenster. Hier ist es aber. Hier ist es. Ich sag mal so, das gehört sich ein Stück weit auch so. Sich zu verkriegen. Wir haben ja keine. Ach so, na, das ist das Stilvolle. Da ist der blasierte Mann mit der Hakennase, der weißen Feder und den nervösen Händchen, die immer seine Augen reiben. Guckt uns an, guckt ein bisschen böse und bezeichnet uns als Tunichtgut, als Strauchdieb und Störenfried. Und wirft uns vor, kein Franzose zu sein. Ich weiß nicht, was daran ein guter Vorwurf sein soll. Was wollt ihr, Bursche, sagt er. Also, bis eben hatte ich ja eigentlich gedacht, ich hier nur deshalb dieses Fenster aufrufen zu wollen, um ihm ein bisschen Gold zu schenken. Das war so mein Impuls. Ich hatte zwar eben gesagt Krieg, aber ehrlich gesagt, ich wollte euch nur moralisch auf die Probe stellen. Ich wollte ihm eigentlich Gold schenken, aber jetzt diese unverschämte Beleidigung, die er da uns entgegenwirft, das darf eigentlich nicht sein. Und deshalb sollten wir auf... Oh! Noch gar keinen Krieg erklären, Elwood. Lieber Chat, wir haben die ersten 20 Runden oder 10 Runden noch nicht absolviert, in denen man keinen Krieg erklären kann. Wie viele Runden darf man keinen Krieg erklären? 10 oder 20 zu Beginn? Ich höre Elwood im Augenblick leider gerade nicht. Und hoffe, dass ihr mich noch hört und dreht jetzt mal einfach weiter. Also es waren 10 oder 20 Runden, deshalb konnten wir gerade mit der Karavelle da auch nicht reinfahren. Das ist natürlich ganz, ganz blöd. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als notgedrungen einen auf Friedensfürsten zu machen. Unangenehm. Hier sprechen wir jetzt mit dem Häuptling in Itabuna. Und nehmt das an, den Talisman, den er uns anbietet, einen Bergkristall im Wert von 123 Gold. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ziehen wir hier weiter? Ich denke mal ins Landesinnere, genau. Hier. Ach nein, wir schauen mal, wo die nächsten Dörfer liegen. Das können wir am besten immer sehen hier über die Vogelperspektive. Und da können wir vielleicht ganz gezielt jetzt irgendein Dorf ansteuern. Nein, da kann man nicht sehen. Einfach mal auf gut Glück ins Landesinnere rein. Und hier unten wiederum, hier ist unsere Karavelle unterwegs nach Sao Paulo. Ja, das zieht sich am Anfang. Wie blöd, dass diese Stadt Sao Paulo so weit weg ist von den schraffierten Transferfeldern in den Europahafen. Ich kann im Augenblick leider auf eure Zurufe nicht eingehen, weil ich im Chat nicht mitlese. Elwood wird gleich mal wieder da sein. Er hatte das vorab mir angekündigt gehabt, dass es mal sein kann, dass er mal für 2-3 Minuten oder 4 zwischendurch verschwinden muss, weil er Familienvater ist. So, und mit der Karavelle können wir jetzt hier reinziehen nach São Vicente. Und laden jetzt hier unseren erfahrenen Fischer ab. Genau. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich glaube, jetzt werde ich mal diesen Silberschürfer Azubi... Ne, den kann ich noch nicht rausziehen. Aber das werde ich jetzt doch machen. Ich werde den Fischer hier einsetzen zum Fischen. Werde den Silberschürfer Azubi wieder rausziehen. Werde den umbenennen in gar nichts.
und werde den rüberschicken, um mir ratzfatz den ersten erfahrenen Silberschürfer zu haben, oder? Was meint ihr? Andererseits könnten wir natürlich auch den ersten konvertierten Ureinwohner, den wir hier demnächst haben, werden, als Erfahrenen zum in die Ausbildung schicken. Die brauchen ja relativ viele Bildungspunkte und da würde es vielleicht Sinn machen, doch lieber so einen konvertierten Ureinwohner zu nehmen. Denn bei der ersten Ausbildung, es gibt ja so eine Inflation bei der Ausbildung von Experten in der Minyana-Dorf. Mit jedem Neuen, den man da ausbildet, dauert das ein bisschen länger. Deshalb macht es oft Sinn, mit einer Einheit in diese Reihe reinzustarten, bei der es ohnehin schon etwas länger dauert und dann lieber so die Standardeinheiten wie den freien Chronisten später auszubilden, weil das sonst furchtbar ausgebremst wird. Ich glaube, Elwood ist auch wieder am Mikrofon. Jawohl, ich bin wieder dabei. Klingt nach einem guten Plan. Ja, klingt nach einem guten Plan. Das werde ich mal so, dass du meinst, dass ich meinen Plan, den ich zwischenzeitlich hatte, auch gleich wieder rückgängig mache. Ich hatte ihn nämlich in deiner Abwesenheit immer kurz hin und her geklickt und Pläne, neue, alte Pläne umgestoßen und neue Pläne geschmiedet und jetzt mache ich wieder alles rückgängig. Wie gut, dass dieses lange Selbstgespräch, das ich mir zugemutet habe und euch vor allem, dass es am Schluss lediglich dazu führt, dass alles beim Alten bleibt. Peinlich, peinlich. Und hier haben wir immer. Aber du kannst schon mal eine, ich sag mal, Kerbe in deinen Schreibtisch machen, denn es gibt allgemeines Fäusteschütteln gegen die Franzosen, denen sich so nicht der Krieg erklären lässt. Das haben bestimmt Franzosen reinprogrammiert in das Spiel. Das glaube ich auch. Das denke ich auch. Das ist mal eine richtig gute Erklärung. Stimmt. Manchmal weiß man ja nicht so richtig, warum die Entwickler welches Feature so programmiert haben, aber das finde ich eigentlich auch einleuchtend, dass 2008, als Phyrexis diesen Titel programmiert hat, dass es da irgendein französisches U-Boot im Entwicklerteam gab, das geahnt hat, dass wir diesen Livestream machen werden, 4,5 Jahre später und vor dieses Problem dann kommen werden. Nein. Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber diese finde ich einleuchtend auf Anhieb. Sollen wir diese 4, 8 Eisen jetzt, 4 Silber, Kleinvieh macht auch Mist, die schicke ich mal von Sao Paulo aus Richtung Osten. Ich weiß nicht wirklich, ob das Sinn macht, weil eigentlich sammelt sich so ein Kleckerbetrag von diesem Eisen doch immer ganz gut an. Und dann kann man später, wenn die Werkzeugproduktion steht, daraus was machen, auch wenn man vielleicht noch nicht unbedingt jemanden hat, der gerade im Bergbau unterwegs ist. Das sind die 3 bis 5 Sekunden, von denen ich euch eben erzählt hatte. Leider habe ich schon diesen Zug längst ausgeführt, mein Lieber. Gut, dann bin ich die mahnende Stimme, dann... Die tadelnde Stimme, oder wie die Römer das nannten. Du bist die tadelnde Stimme, die mir wenige Sekunden, nachdem ich etwas gezogen habe, erklärt, warum das alles Schwachsinn war. Sehr, sehr liebenswürdig von dir. Jetzt mache ich mal eine Kerbe hier in meinen Schreibtisch und darüber ritze ich, Elwood ist der Nächste. Nach den Franzosen. So, und mit der Porta Legra geht es. Ich erkunde mal ein bisschen hier den Fog of War. Das gibt ja auch alles Gründerfelderpunkte, Erkundungspunkte. Wir bekommen gerade den Hinweis, doch mit dem Boot eher nach Süden zu fahren. Vielleicht ist das etwas kürzer ja, als zum Ausgangspunkt. Als ob ich es geahnt hätte. Da besteht anscheinend eine telepathische Verbindung zwischen diesem Zuschauer im Chat und meinem kleinen Hirn. Ich habe das gerade gemacht und tatsächlich, hier sind wir gestoßen auf schraffierte Zugangsfelder zum Europahafen, direkt im Süden, in unmittelbarer Rufweite zu unserer Stadt. Sehr, sehr schön. Prima. Dann sind wir auch bald in Europa angelangt. Hast du denn schon mal geguckt, wen wir denn jetzt bekommen haben in Europa am Auswandererkai? Da sollte doch sicher schon jemand bereitstehen. Ich guck mal nach. Jetzt gibt es hier erstmal hier eine Quest. Da geht es darum, die westliche Seeroute nach Asien zu entdecken. Und sollten wir das sein, die schaffen, dann bekommen wir Ruhm und Reichtümer. Mal gucken, was es sind. Ich guck mal kurz im Europahafen nach. Das war ja dein Wunsch. Wir haben hier einen mitreißenden Prediger bekommen und den routinierten Speer. Sehr schön. Aber jetzt hätten wir fast etwas vergessen, Elwood. Nämlich den Start. Den Start unserer ersten Quizfrage. Eigentlich hatten wir vorgehabt, diese Frage mit dem ersten routinierten Späher zu starten, aber das dauert ein bisschen, bis wir den bekommen. Und stattdessen starten wir, denke ich mal, unsere erste Quizfrage jetzt mit diesem hier. Mit dem freien Kolonisten im Beruf des Spähers. Möchtest du die mal formulieren, Elwood? Mit diesem Herrn wollen wir starten. Gut.
Dann, es geht um Folgendes. Ich denke, einige unserer Zuschauer sind vertraut damit, dass Späher in Spielen wie Colonization oder auch in Civilization nicht unbedingt ein langes Leben haben, denn ihr Beruf ist das Erkunden gefährlicher Wildnisse, das Bergen von Schätzen und im Zweifelsfalle das Gefressenwerden von Wölfen, die es hier zum Glück nicht gibt, oder Indianern oder anderen Unbillen. Das heißt, es gibt eine gute Chance, dass dieser nette, sympathische Herr mit dem schönen Dreispitz in seinem strammen Ross nicht allzu lange durch das angehende Brasilien wandeln wird. Die Frage ist also die, wie lange gebt ihr dem schneidigen Herren mit seiner Axt auf dem Sattel? Wie viele Runden wird er ab jetzt, sagen wir mal, noch unter uns weilen, oder wann wird er Fighting Bulls Eroberungsgelüsten? Wann werden diese ihn in den Tod schicken? Jetzt sind wir in Runde 7 und sagen wir mal, in Runde 9, da werden wir mal kurz nachschauen, was ihr bis dahin als Tipps abgegeben habt im Chat. Und ganz klar, derjenige von euch, der am dichtesten ans Ergebnis rankommt, der darf sich den ersten Preis schnappen. Sprich, der wird die Auswahl haben, freie Auswahl, im eigenen Ermessen entweder die Civ 5 Gold Edition plus Brave New World zu bekommen, oder den Bahngiganten A-Train 9. Das erste hört sich ein bisschen lukrativer an und interessanter, aber wir stellen das mal zur Auswahl frei, weil es gibt vielleicht unter euch schon einige, die Civ 5 und Brave New World haben, wahrscheinlich eher als den Bahngiganten, und deshalb sagen wir einfach, wer kommt und die richtige Antwort hat, der wird auch die freie Auswahl haben. Also, gebt eure Tipps ab. Und nur einen ganz kleinen Ergänzungstipp dazu. Habt im Hinterkopf, dass ihr selbstverständlich durch eure Zurufe im Chat auch ein bisschen beeinflussen könnt, wie viele Runden es dauern wird, bis dieser Späher sterben wird. So, jetzt aber erstmal weiter hier. Also der freie Kolonist hier, mit dem ziehe ich jetzt weiter noch ein Stückchen ins Landesinnere hinein. Die Porta Alegre. Porta Alegre, unsere Karawelle. Mit der decke ich noch ein bisschen weiter den Fog of War auf und schicke sie jetzt Richtung Europahafen. Da sollte sie in 2 Runden da sein. Eine Runde weiter. Autsch, der König von Portugal, so sieht er aus. Der Mann, dem wir Treue gelobt haben und Gehorsam. Netter Mann eigentlich, ne? Ich finde, er hat einen durchaus sympathischen Gesichtszug. Aber Manieren hat er, die gefallen mir nicht so richtig. Er hält die Hand auf. Der hätte gerne Gold von uns. Vielleicht hat er wenigstens eine gute Begründung dafür. Was sagt er denn? Der Schoßhund unserer Großnichte hat demnächst Geburtstag. Ihr dürft uns 140 Gold für das Geschmeide seines neuen Halsbandes schenken. Nein, dankt uns nicht. Küsst einfach unseren Ring und zieht euch zurück. Das wäre vielleicht der geeignete Punkt, nochmal, ach schade, jetzt kommt man glaube ich nicht ins Menü, den Sound hochzuziehen, denn dieser Kuss-Sound, wenn du denn jetzt gefällig bist, den liebe ich über alles. Tja. 2 Alternativen, Elwood. Sollen wir seine Forderung erfüllen, dann sinkt der maximale Steuersatz, das zeigen wir euch gleich im Europahafen ganz kurz. Sprich, abgekürzt dargestellt, wirklich ganz, ganz kurz. Guckt auf die Uhr. Ich behaupte, ich schaffe es in 40 Sekunden. Für alle Waren, die wir im Europahafen verkaufen, müssen wir dort einen Steuersteuern errichten. Und dieser Steuersatz dafür liegt bei Null, bei 0%. Es gibt einen maximalen Steuersatz, bis zu dem er steigen kann im Laufe einer Partie. Der hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Der wird jetzt bei 40% oder 50% liegen. Den können wir aber senken im Laufe einer Partie dadurch, dass wir solche Goldforderungen erfüllen. Dann, wenn der aktuelle Steuersatz an das Limit des maximalen Steuersatzes stößt, werden wir froh darüber sein, dass wir diese Forderung erfüllt haben. Wenn wir die Forderung dagegen nicht erfüllen, steigt dieser maximale Steuersatz und gegebenenfalls müssen wir dann mehr Steuern zahlen, als uns eigentlich lieb wäre. Das ist die Erklärung. Also, mein Vorschlag wäre, wir machen das, weil ist zwar viel Gold, 140 am Anfang des Spiels, aber die Alternative, dass dieser maximale Steuersatz steigt, das ist in den seltensten Fällen eine gute Alternative, Elwood, oder? Wie gesagt, ich bin Bilderspieler und daher auch meistens recht brav, was meinen König angeht, weil ich später schön Profite machen möchte.
Ich verweigere eigentlich nur, wenn ich das konkret weiß, wofür ich es brauche, weil ich gerade auf die eine Fregatte spare, um Piratenherr zu werden oder ähnlichem. Ansonsten gebe ich dem auch gerne statt, weil wenn man es verweigert, ich bilde mir ein, er wird dann bockig und fordert schneller und noch öfter was. Aber das kann auch Gefühl sein, das weiß ich nicht genau. Also, wir sind uns einig. Ich bin Majestäts demütigster Untertan, flüstere ich demütig und rutsche auf den Knien ihm entgegen, um ihn ein Küsschen zu geben auf seine Hand. Famos, sagt er, das werden wir euch so schnell nicht vergessen. Und nun dürft ihr euch entfernen, Herr, wie war nochmal euer Name? Rüpel. Rüpel. Nein, nicht unser Name, sondern euer. Danke, euer Majestät. So, bevor ich jetzt den Speer weiterziehe und damit das agiert und damit das, auch ein bisschen schon beeinflusse, eure Schätzungen, wie viele Runden der noch überleben wird, machen wir das doch jetzt schon mal in dieser Runde 8, dass ich euch frage, wie lange wird dieser routinierte Speer überleben? Jetzt sind wir in der Runde 8. Welche Zahlen werden gerufen? Also es gibt schon, einige Schätzungen sind schon eingetroffen. Es gibt welche, die sehr viel in deine Führungsqualitäten hineinprojizieren, sag ich mal. Da heißt es unter anderem, er überlebt bis zum Ende des Livestreams. Halte ich für gewagt, aber du hast eine überzeugende Stimme. Vielleicht macht das macht viel aus, nehme ich an. Es gibt aber auch Leute, die sagen, na, ich glaube, was war das? Das wenigste hier, wir hatten 12 Runden hatten wir, glaube ich mal. Ja, er überlebt bis Runde 12, wird von Gemotide geschätzt. Jetzt aber mal, ich muss mal einen kurzen Moment Tacheles reden. Anscheinend ist meine kleine Schwester im Chat. Das war ein Witz von mir. Ich habe dir gesagt gehabt, ich sorge dafür, dass der Speer bis zum Schluss überlebt und dann teilen wir uns dieses Spiel auf und wir benutzen das selber. Aber das war nicht ernst gemeint. Also diese Behauptung, das kann zurückgezogen werden, dass der bis zum Schluss überleben würde. Das war missverstanden, liebe kleine Schwester, liebe Petra. Das war nur ein Gag. Jetzt bitte nur noch ernst gemeinte Vorschläge. Ich gehe auch gleich mal im Nebenraum gucken. Die sitzt wahrscheinlich an ihrem Notebook und chattet gerade mit. Unglaublich, dass die eigene Familie einen so blamiert. Da bricht mir doch glatt die Schamesröte im Gesicht aus. Also, ach, wisst ihr was? Wir machen eine kleine Pause. Das machen wir sowieso. Jede Stunde, eine Stunde ist gerade vorweg, machen wir eine kleine Pause. Wir unterbrechen kurz, gehen in den Livestream dann wieder rein und sind vielleicht in etwa 3 Minuten wieder da. Und bis dahin habt ihr Zeit, euch das zu überlegen. Vielleicht könntest du noch einen kurzen Blick auf etwas werfen. Im Chat tauchte vor uns die Behauptung auf, der Franzose habe bereits 2 Städte. Bevor das wegrutscht, weil der Chat ja weiterläuft, wie kommt derjenige zu der Behauptung? Ich wüsste gerade nicht, warum. Siehst du eine zweite Stadt? Ich sehe keine zweite Stadt. Könnte höchstens im Diplomatie-Menü. Da könnten wir das mal überprüfen. Vielleicht klappt das über Handel, dass die Städte aufgelistet werden. Er hat nur eine Stadt. Schaut mal hier. Fort Coligny. Und wir haben die Siedlung São Vicente. Mehr gibt es nicht. Das war eine Fehlinfo oder ein Versehen. Kann ja mal passieren. Ich bin nicht nachtragend. Bitte stell dich in die Ecke, lieber Zuschauer, und schäm dich 5 Minuten lang. So, wie gesagt, in etwa 3 Minuten sind wir wieder da. Macht ein Bier auf und wir sehen uns gleich. Bis gleich wieder. Bis dahin.